So, ich führe mal hier den Wassertester vor. Und zwar haben wir hier links Leitungswasser aus Moorgarten. Und hier ist das Wassertestergerät, was also im Wesentlichen einen Strom erzeugt zwischen jeweils zwei Elektroden. Dabei ist das eine hier eine Eisenelektrode und das andere ist Aluminium, weshalb hier kein Magnetismus ist. Und das Ganze ist zweimal, also zwei Schaltkreise, damit man gleichzeitig zwei Wässer gleichzeitig testen kann. So, links das Leitungswasser. Und was ich jetzt rechts dazu gieße, das ist Wasser aus der Dampfdestillation. Da haben wir so einen Dampfdestillkocher, das uns also dieses Wasser erzeugt, das keinerlei Mineralien enthält, aber auch keinen Dreck und nichts. Ne? So, ich verbinde das jetzt mit dem Strom. Da muss man aufpassen, dass man die Elektroden nicht mehr anfasst, wenn das angeschaltet ist. Und zeige erstmal, wie das so läuft im Vergleich. Da sehen wir also links, dass die Elektrolyse stattfindet. Das sehen wir daran, dass der Wasserstoff und der Sauerstoff hier aufsteigt als Bläschen. Rechts passiert das so gut wie nicht, ganz wenig sieht man auch, aber eigentlich nicht. Deswegen unterbreche ich das nochmal, weil das dann kein fairer Vergleich ist. Denn rechts kann die Elektrolyse praktisch nicht stattfinden, weil keine Leitfähigkeit gegeben ist. Das Wasser leitet nicht. Deswegen nehme ich hier also Natron. Eine winzige Menge, einige 100 Milligramm sind das, die ich hier zufüge, praktisch als Elektrolyte, als elektrisch leitend machen. Gehe davon aus, weil das ein Lebensmittel ist, dass das also ohne Verunreinigung ist, dieses Natron. Speisenatron oder Natriumhydrogencarbonat. Habe ich jetzt eingerührt und dadurch ist das jetzt auch leitend. Und dadurch können wir den Versuch jetzt nochmal machen. Und haben jetzt einen fairen Vergleich. So, was sehen wir jetzt? Also sprudelt in beiden Gläsern. In beiden Gläsern wird Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Ich will das jetzt nicht aus. Vorführen. Man könnte es jetzt noch anzünden, dann würde es wegbrennen. Und links verfärbt sich das Wasser stark. Rechts verfärbt es sich auch ein bisschen ins Gelbliche. Das könnte an den Elektroden liegen, dass die also Stoffe abgeben und diese gelbe Färbung hervorbringen. Tja. Inzwischen sehen wir links doch gewisse Partikel, die sich da herausbilden, die das Wasser nicht mehr löst. Das heißt, die Elektrolyse zersetzt nicht nur die H2O-Moleküle, sondern auch andere Moleküle, die vorher in Lösung waren, und bringt dadurch den Dreck sichtbar. Von der Menge, von der Stärke der Elektrolyse würde ich so sagen, jetzt hier so von der Beobachtung her, dass die rechts sogar stärker stattfindet, weil ich durch das
Löffelchen Natron eine stärkere Leitfähigkeit hergestellt habe, als es links der Fall ist. Aber obwohl da die Elektrolyse stärker stattfindet, bildet sich links viel mehr Dreck raus. Also wir sehen jetzt oben eine rot-braune Schicht, darunter ist eine dunkelbraun-schwarze Schicht im Wasser. Sieht es eher bläulich aus, währenddessen es rechts gelblich bleibt, ähnlich, also nicht so unappetitlich. Jetzt wird das Ganze noch heiß, jetzt schalte ich das mal ab, weil mir das zu unheimlich wird in der Hitze. Kann das den Versuch jetzt auch als erledigt betrachten. Also links haben wir eine Menge schwarzer Partikel, die da. Die Gläser sind also heiß geworden, beide. Ich halte die Nummer direkt vor die Kamera. Das Leitungswasser. Bestes Eggeriewasser. Ne? Weiß nicht, ob jemand noch Appetit darauf hat. Und hier das Osmosewasser, zwar auch gelb, aber das hat man immer. Aber keine Schwebstoffe. Wirklich klar, goldklares Wasser. So, das ist Wasser aus dem Wasserhahn im Althusweg 12 in Moorgarten, Kanton Zug. Heute ist der 16. September 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gerät kann man im Internet bestellen. Das hat mich irgendwie 5 Franken gekostet. Ist jetzt auch recht heiß geworden, also das sollte man nicht so lange betreiben, bis das heiß wird. Die Stahlelektroden, die sind dunkel geworden. Die Aluminiumelektroden sind blank geblieben. Ja, soweit. Ich habe die 5 Franken gekostet, also das ist ein nettes Experiment, was jeder machen kann. Vielen Dank und tschüss.